Wir wurden gegen 3.30 Uhr heute Nacht alarmiert zu einem Brand in dem Umspannwerk in Mekla. Als wir ankamen, sahen wir, dass eine Spule hier zum Vollbrand stand. Das Öl trat aus. Wir mussten erstmal eine Wasserversorgung von weit her aufbauen. Und die zweite große Problematik ist, wir dürfen ohne Mitarbeiter der TenneT, der Betreiber des Umspannwerks Mekla ist, nicht auf das Gelände, weil hier alles unter Spannung steht, mit im Hochspannungsbereich. Als dieser Mitarbeiter vor Ort war, konnten wir dann die Löschmaßnahmen beginnen und seit 5 Minuten ist das Feuer unter Kontrolle bzw. gelöscht. Weil wir Hinweise hatten, dass eventuell giftige Dämpfe ausgetreten waren, mussten wir die Bevölkerung von Ludwigsau, Friedloos bis hin nach Mekla und darüber hinaus auch bis nach Bebra vorsorglich warnen, weil nicht auszuschließen war, dass giftige Dämpfe ausgetreten waren. Aber wir haben dann schnell die Meldung bekommen von der Freiwilligen Feuerwehr aus Bad Hersfeld, dass dort keinerlei giftigen Dämpfe ausgetreten sind. Also nach aktuellen Erkenntnissen ist es so, dass es kurz nach 3 einen Brand an der Kompensationsspule gegeben hat. Und die ist dann gebrannt, bis die Feuerwehr gekommen ist und unsere Servicegruppenmitarbeiter vor Ort erstmal für Sicherheit gesorgt haben, damit die Einsatzkräfte den Brand löschen konnten. Wichtig ist, dass die Anlage oder das Teil, das da brennt, nicht unter Spannung ist, dass da kein Strom drauf ist. Und das müssen erstmal unsere Mitarbeiter vor Ort gewährleisten, damit die Einsatzkräfte sicher arbeiten können und sich selbst nicht gefährden. Das Umspannwerk Mekla ist ein Umspannwerk, das von der Höchstspannungsebene auf die Hochspannungsebene den Strom umspannt. Das ist sozusagen eine Autobahnauf- oder Abfahrt von der Stromautobahn auf die Strombundesstraße und dann wird damit die Region mit Strom versorgt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist es wohl so gewesen, dass es für einige Minuten in den umliegenden Gemeinden kurz einen Stromausfall gegeben hat. Das haben aber entsprechend die Schutzeinrichtungen reagiert, sodass es da nur kurzzeitig zu Beeinträchtigungen kam. Sagen wir gehen im Moment von einem Schaden von rund 1 Million Euro aus, aber klar ist, das müssen jetzt die nächsten Prüfungen, die Untersuchungen genauer ergeben.